Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute mal ganz ausnahmsweise in meinem Zimmer, weil es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich zum Rucksack packen extra raus in den Wald renne mit sämtlicher Ausrüstung, um dann im Wald meinen Rucksack zu packen. Ich habe einen Spontanurlaub vor und zwar geht es nach Schottland auf den West Highland Way über Ostern. Und ja, das ist jetzt nicht irgendwie die super ultra Wildnistour. Nichtsdestotrotz wird dieser Weg gerne unterschätzt von dem einen oder anderen Touristen, der dann massive Probleme bekommt, insbesondere wenn er sich im Frühling nach Schottland traut, was ja dann schon wieder so ein bisschen, da ist mit durchaus kalten Temperaturen zu rechnen. Ich glaube, gestern hatten sie minus 5. Immer noch. Also ist schon mal ein Stückchen kälter als bei uns. Und das Wetter ist bisher noch gut. Ich bin mal gespannt, wie es sein wird, wenn ich da bin. Ich bin nicht alleine. Wir sind zu zweit. Auch ungewohnt für mich. Normalerweise bin ich meistens alleine auf Tour. Mich begleitet noch eine sehr, 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 sehr gute alte Freundin. Und jawohl. Die bringt einen Teil der Ausrüstung mit. Ich bringe einen Teil der Ausrüstung mit. Sowas wie Zelt. Da braucht man ja logischerweise nur eins, sofern es sich um ein Zwei-Personen-Zelt handelt. Wir brauchen natürlich auch nur einen Kocher oder nur ein Erste-Hilfe-Paket. Deshalb ist das, was ich euch jetzt zeige, teilweise nicht ganz vollständig, beziehungsweise da sind Platzhalterobjekte dabei, was ich eigentlich nicht mitnehme, nur damit man eben weiß, theoretisch sollte man das mitnehmen. Ja, ich blende euch mal eine ganz kleine Karte vom Weg ein, damit ihr wisst, wo es so ungefähr lang geht. Eine richtige Wanderkarte kommt hoffentlich morgen per Post. Zumindest ist das Paket entsprechend angekündigt. Und wie gesagt, das Ganze ist recht spontan. Wir haben jetzt insgesamt bloß eine Woche Zeit zum Planen. Daher kommt dieses Video jetzt auch nicht auf den allerletzten Drücker, kurz bevor ich loslege. Die Ausrüstung ist demzufolge auch nicht ganz komplett. Zum Beispiel Essen oder sowas habe ich noch keins eingekauft. Ich könnte jetzt theoretisch noch ein paar Trekkingkekse dazulegen, aber das spare ich mir jetzt einfach mal. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch mal, was in einen Trekkingrucksack für 180 roundabout Kilometer in 6 Tagen, oh Gott, wir sind wahnsinnig, reingehört. Mal gucken, ob die Tour so funktioniert. Ich werde natürlich alles dokumentieren und ihr kriegt dann hinterher ausführlichste Informationen, wie das alles gewesen ist und so weiter und so fort. Das ist meine erste Tour mit Kamera. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ist natürlich nicht meine erste Tour und in West Highland bin ich auch schon zweimal gelaufen, dreimal gelaufen, einmal noch in deutlich kleiner. Ja, ich zeige euch mal, was ich dabei habe. Und zwar fangen wir mal an hier mit meiner bewährten Isomatte. Ich mag diese aufblasenden Isomatten eigentlich nicht so, weil mir die zu anfällig sind. Wenn die mal ein Loch haben, nee, dann muss man das Loch flicken. Dafür braucht man dann so einen tollen Heißkleber oder sonstige Flicken. Dann halten die nicht richtig. Da hat die Technik zwar viele Fortschritte gemacht, aber ich lag mal 2 Nächte ohne vernünftig aufzublasende, selbst aufblasende Isomatte irgendwo in der Pampa rum, weil ich da so ein Ding dabei hatte, das mir dann eben kaputt gegangen ist. Und da habe ich gelernt und schleppe jetzt diese Dinger hier. Vom Gewicht her sind die nur unwesentlich schwerer. Außer die High-End-Modelle, die sind tatsächlich dann nochmal leichter. Aber die haben eine hervorragende Wärmeisolation. Das ist eine Evazotmatte. So heißt eben dieser geschlossenzellige Kunststoff. Und Wärmeisolation ist hervorragend. Da hält auch diese selbst aufblasende Isomatte, die meisten halten da nicht mit. Und wenn doch, dann sind sie halt super dick und die ist halt quasi unzerstörbar. Wenn sie einen Riss hat, na und, dann hat sie halt einen Riss. Wenn sie ein Loch hat, dann hat sie halt ein Loch. Das ist ja vollkommen egal. Daher, wegen Unzerstörbarkeit, mag ich immer noch diese alten großen Isomatten. Die kommt außen an den Rucksack, der ist sowieso riesig, seht ihr gleich. Da macht das auch keinen großen Unterschied mehr. Ja, blups. Mein Rucksack, das ist jener hier. Das ist ein Bach Specialist F3 und da unten ist er offen. Ich stelle euch den, wenn ihr wollt, mal irgendwann mal vielleicht vor oder wenn mir gerade langweilig ist oder mir kein besseres Videothema mal einfällt. Der sieht jetzt nicht so riesig aus, hat aber, ich glaube, 90, nee, 85 Liter offiziell, hat nochmal ein schön großes Deckelfach hier oben. Da passt noch mal einiges rein. Was ich auch sehr mag, ist halt eben dieser typische Aufbau eines Trekkingrucksacks mit Schlafsack, Bodenfach
großen geräumigen Hauptfach nicht unterteilt. Das Bodenfach kann man unterteilen, kann man also abtrennen. Vom Rest mache ich normalerweise auch. Und halt eben einen Deckel, mit dem man oben auch noch Dinge drauf fixieren kann, weil der halt eben so zum Klappen ist und sich dann darunter zum Beispiel auch eine Isomatte befestigen lässt. Und dann klappt man das entsprechend darüber und hat die dann fest. Die mache ich mir normalerweise vor das Schlafsackfach. Aber das werdet ihr ja sehen, ich laufe mit dem Ding dann ja die ganze Zeit rum. Dann hat er noch jeweils an den Seiten einen Flaschenhalter. Benutze ich immer für ein Stück normale Flaschen. Ich mag keine Trinksysteme, ich nehme einfach PET-Flasche mit. Wenn sie unterwegs verloren geht, hast du 25 Cent verloren. Oh Schreck, oh Schreck. Trinkflaschenmäßig. Ich habe da alles Mögliche ausprobiert und irgendwie ist mir das am liebsten. Je improvisierter die Ausrüstung, außer bei so Dingen, wo du wirklich High-End-Zeug brauchst, wie zum Beispiel einen Rucksack oder Stiefel oder sowas, je improvisierter, desto lieber ist es mir. Ja, also das ist eben der Rucksack. Da passt für eine Person, also der kann man locker mit 25 Kilo kann man den beladen. Das ist noch gut tragbar bei meiner Statur und ohne großartig vorher zu trainieren. Geht da schon mit Training, bin ich mit dem Ding auch schon mal 30 Kilo umgerannt. Das ist die Schmerzgrenze. Ich glaube, für viel mehr wird der Rucksack auch dann irgendwann nicht mehr taugen. Da braucht man dann nochmal einen stärkeren, massiveren Rucksack, der dann wirklich für solche Lasten ausgelegt ist. Aber so bis 25 Kilo ist eigentlich okay. So viel zum Rucksack. So viel wird es nicht werden, also das wird keine, vom Gewicht her ist es eine relativ leichte Tour, das ist allerdings von den Kilometern dann recht anspruchsvoll, aber das werdet ihr dann auch unterwegs, werde ich berichten, wenn ich kurz vor Zusammenbrechen bin und mir die olle Frau da vorne davon wegrennt. Die hat nämlich trainiert, ich nicht. Frauen sind an allem Elend schuld. Ja, das Zelt ist jetzt hier im Platzhalter, das bringt nämlich sie mit. Das ist dann ein... Ich hab's vergessen. Ihr werdet es sehen. Es ist jedenfalls ein leichtes Zwei-Personen-Zelt. Wir müssen uns überlegen, wo wir das Ding hinstellen, weil es jetzt kein sturmsicherer Bunker ist. Da werde ich mit meinem Akto, oder weiß ich, was es aushält. Ihr ist es ganz neu. Werden wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Aber da ich ja meteorologische Kenntnisse besitze, bin ich ganz gut im Zeltplatz auswählen, so dass es einigermaßen sturmsicher ist und so weiter. Erkläre ich euch auch mal irgendwann. Boing. So, Schlafsack. Tada! Ich hoffe, den wollt ihr jetzt nicht allzu ausführlich sehen, sonst kann ich euch den auch nochmal irgendwann separat vorstellen. Der hat eine Komforttemperatur bis minus 8 für den, also den Limit-Bereich. Limit meint ja immer, also bis zu minus 8, wenn du eine Person bist, die über ein recht gutes... eine gute Kälteresistenz verfügt, beziehungsweise ordentlich noch eigenes Körperfett. Habe ich ja im Laufe der letzten Jahre ein bisschen bei was zugelegt und hoffe da wirklich bis minus 8 drin gut pennen zu können. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel man gegessen hat, was die Muskulatur gerade tut, da die massivst am Wehtun sein wird nach der ersten Etappe, spätestens nach der Hälfte der ersten Etappe. Mache ich mir da keine Sorgen. Das müsste aber eigentlich auch reichen. Außerdem ist es im Zelt ja noch mal ein bisschen warmer und wenn man sich gerne hat, kann man notfalls auch noch ein bisschen kuscheln. So als Emergency-Rettungsgeschichte. Insbesondere wenn man zu zweit ist. Kuscheln hilft. Also probiert das mal aus. Auch gerne mit einem Kerl. Bevor man nicht schlafen kann, ist Kuscheln durchaus die bessere Alternative. Auch schon Polarforscher haben miteinander gekuschelt und man stinkt dann halt. Aber das tut der andere ja auch und dann ist das egal. Ja, das ist die Schlafsackhülle dazu. Ja, seht ihr dann auch alles. Ein Sitzkissen. Niemals ohne ein Sitzkissen irgendwohin, wo quasi der Boden nahezu immer nass ist und man nichts findet, woraus man sich ein Sitzkissen bauen kann. Das ist ganz wesentlich. Die Highlands, da wächst ja nichts. Das ist ja eine komplett vegetationsfreie, also größere vegetationsfreie Zone. Du kannst da als Survivor, wenn du nicht was dabei hast, kannst du dir da wirklich auch nichts mehr improvisieren. Das ist eine so lebensfeindliche Gegend, da muss man Ausrüstung dabei haben. Da kannst du noch so viel Survival machen. Ohne was dabei zu haben, geht das dann nicht, weil du kannst dir kein Shelter aus Naturmaterialien bauen, weil da wächst ja nichts, außer so ein paar Sträucher bestenfalls. Also das ist wirklich ziemlich hoffnungslos. Es gibt da so ein paar Menschen, die der Meinung sind, das zu können, so irgendwelche Bear Grylls, Fuzzis und so weiter, aber das ist dann halt mal für eine Nacht und ganz bestimmt nicht für 6 bis 7. Und, nee.
Ja, kochen. Ich habe hier einen uralten Alu-Kochtopf. Davon habe ich mehrere. Das ist jetzt so der mittlere. Der wird reichen müssen. Der ist wirklich ganz, ganz, ganz alt und ich stehe auf alte Ausrüstung. Je älter, desto doller, solange die noch einigermaßen was taugt und nicht völlig überholt ist. Und an einem stinknormalen Alu-Topf überhaupt nichts Besonderes. Einfach nur ein Aluminiumtopf mit so einem Henkel hier. Da ist nichts dran auszusetzen. Jetzt wird an Aluminiumgeschirr ja viel rumgenörgelt in letzter Zeit, dass ich da Aluminium ablösen könnte und das ist dann ungesund. Ja, irgendein Tod muss man sterben. Also, ich lasse mich da nicht anstecken mit dem dieses ungesund und jenes ist ungesund und das und dies und zell und jenes. Mein Spleen ist so ein bisschen der Klimawandel, dass ich da versuche, möglichst klimawandeloptimiert zu leben. Ich muss da nicht auch noch zusätzlich unglaublich gesund leben. Und ja, gut, was ökologische Nahrungsmittel angeht, ja, da muss ich noch ein bisschen was dazulernen und sollte mich mehr ins Zeug legen, dass ich da nochmal nachhaltigere Produkte kaufe. Das weiß ich. Aber ich esse gerne Fleisch und Fleisch immer nur Bio ist halt teuer und das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls Aluminiumgeschirr, es bringt einen nicht um, wenn man das mal auf Tour benutzt. Also echt nicht. Das bisschen Aluminium, was sich da tatsächlich eventuell ablöst, ist nicht weiter dramatisch. Und warum das jetzt so gehypt wird, ist tatsächlich die Edelstahlindustrie ein bisschen dran schuld, dass die sagt, Aluminiumgeschirr ist böse, nehmt wieder das gute alte Edelstahlgeschirr her. Das gab es vor 30 Jahren, gab es noch Edelstahlgeschirr, dann kam das gute Aluminiumgeschirr. Und jetzt versucht sich das Edelstahlgeschirr quasi gegen das Aluminiumgeschirr zu wehren, indem es sagt, Aluminiumgeschirr böse, Aluminium giftig. Alternativ, Titan! Aber mein Titantopf ist leider zu klein für zwei Personen, sonst würde ich den nehmen und dann hat sich das gegessen. Das ist nämlich noch leichter und auch garantiert unschädlich. Also ich stehe auf Titangeschirr, ist zwar teuer, würde ich mir jetzt auch nicht nochmal kaufen, aber ich hab's halt. So. Dass in Schottland so richtig krass viel regnet, habe ich tatsächlich einen verdammten Bundeswehrponcho dabei. Wer das denn kennt, weiß, wie viel der wiegt. Weiß aber auch, dass der selbst bei strömendstem Regen tatsächlich immer noch dicht ist, weil es einfach im Prinzip eine Gummiplane ist, die halt 100% wasserdicht ist. Leider auch von innen. Aber bei so richtig Kackwetter ist das wirklich der Wetterschutz meiner Wahl. Und ich werde unter dem auch mal übernachten, einfach nur damit ich das Bushcraft-Feeling, das Survival-Feeling ein bisschen habe. Natürlich nicht bei absolutem Kackwetter, da bin ich schon froh, dass da dann eben raus das Zelt steht, muss ich ehrlich sagen. Weil das Ding ist auch arg kurz. Also bei absolutem Scheißwetter, nee. Dann eher noch die Baumarktplane und die fliegt dir halt beim schottischen Wind echt davon. Das ist nur so normalen Survival-Utensilien, das ist keine Gegend, in die man da gehen sollte. Es gibt halt einfach Regionen auf diesem Planeten, in die sollte man nicht gehen, außer man hat entsprechende Ausrüstung. Die sind einfach so lebensfeindlich, dass du da als Tier Homo sapiens mit deiner natürlichen Ausstattung nicht überleben kannst. Du kannst dir keine Höhle graben, du kannst dir keine Bude bauen, da geht dann wirklich nichts mehr. Da ist auch dann Survival nicht mehr möglich. Da kann man dann nur noch rauslaufen und versuchen, irgendwo hinzukommen, wo was ist, mit dem man sich dann tatsächlich helfen kann, in einen Wald zum Beispiel. Und da wir ja teilweise dann eben in der waldfreien Vegetation unterwegs sind, da geht nichts, aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. So, meine gute Fleecejacke. Die habe ich schon häufiger mal in irgendwelchen Videos angehabt. Das ist eine stinknormale Polartec 200, glaube ich, Fleecejacke. Und schön warm, schön leicht. Hält auch viel, viel Regen ab, bis sie durchweicht. Also so leicht Nieselregen, da ziehe ich gar keine Regenklamotten an. Da geht es mit dem Ding weiter. Das hier ist eine Bundeswehr-Schlafsackhülle. Die erfüllt primär einfach die Funktion, dass sie meinen Schlafsack nochmal zusätzlich zur Kompressionshülle war. Mit dem Ding, das ist einfach nur ein Sack, da kann man nichts mehr komprimieren. Zusätzlich zur Kompressionshülle sorgt die dafür, dass der Schlafsack garantiert trocken bleibt. Weil was auch immer passiert, wenn der Schlafsack nass ist, dann gerät man tatsächlich in Lebensgefahr und muss gucken, dass man zurück in die Zivilisation kommt. Weil einen nassen Schlafsack pennen, ja, da kann man tatsächlich bei entsprechenden Temperaturen dann wirklich erfrieren, ohne dass man es groß mitbekommt. Und das ist mir einfach ein Risiko, das ist es mir nicht wert. Und einfach in die Zivilisation abhauen ist so einfach auch nicht, weil es tatsächlich Teilabschnitte auf dem West Highland Trail gibt. Da geht das nicht so ohne weiteres. Das Ding ist also nicht ganz harmlos verglichen mit dem anderen Kram, den ich teilweise auch schon alleine gemacht habe. Ist es dann doch vergleichsweise harmlos, aber oh Gott, es fange an anzugeben. Nein, das machen wir jetzt nicht. Glas Spiritus. Ja, da gibt es auch Spezialflaschen, aber warum nicht ein verdammtes, einfaches Einmachglas nehmen? Ist doch gut.
kann man sich auch gleich eine Kerze draus bohren, wenn man nur noch wenig Spiritus hat oder feststellt, man kann irgendwie anders seinen Kocher beheizen oder man kann ein Feuer machen, oben ein Loch reinbohren, Tempo reinstecken, hat man super Kerze. Tolle Sache. Sturmhaube. Da ich ja so ohnehin den Hut auf habe, brauche ich jetzt nicht noch explizit eine Mütze, dann habe ich lieber gleich eine Sturmhaube. Also Hut für so normale Bedingungen und Sturmhaube dann, wenn es so richtig krass wird. Und natürlich habe ich auch noch mein obligatorisches Tuch hier, das kann man sich dann noch zusätzlich um die Ohren wickeln, dann reicht Hut und Tuch, hält schon ordentlich was warm. Das ist ein Satz Heringe und eine Rettungsdecke. Die Rettungsdecke ist tatsächlich auch ein Bestandteil meiner Erste-Hilfe-Ausstattung. So ein Ding kann man wirklich immer brauchen, insbesondere wenn man zu zweit ist. Ist es hilfreich, eine Rettungsdecke zu haben, dann kann man die tatsächlich so benutzen, wie es ursprünglich vorgesehen ist. Also den anderen darin einwickeln, falls verletzt. Heringe sind, wenn ich mal wirklich mit dem Poncho übernachten möchte. Schnüre sind auch dran. Auch wieder sowas, wo keiner dran denkt. Man findet ja nicht mal Stöcke in den Highlands, mit denen man seinen Poncho aufspannen kann. Daher habe ich auch noch dabei. Und wegen meinen kaputten Knien, also spätestens mit schwerem Rucksack, brauche ich dann in Gottes Namen Trekking-Teleskopstöcke. Weil ich habe eigentlich Arthrose. Das stört mich normalerweise nicht groß. Aber bei schweren Rucksackgewichten merke ich es dann halt irgendwann doch. Und deshalb brauche ich halt in Gottes Namen diese Stöcke. Eigentlich bin ich kein Fan von Nordic Walking. Aber es ist halt nötig, man kommt mit den Dingern gut voran. Es reduziert auch das Unfallrisiko, dass man halt doch mal irgendwo hinflieht. Und besonders wenn man durch einen Fluss will, sind die auch richtig hilfreich. Und man kann halt damit eben sich eine Notunterkunft, ein Poncho aufspannen oder ähnliches. Das sind super Zeltstangen. Das zeige ich euch alles unterwegs. Ja, das ist ein Rucksack Raincover für riesige Rucksäcke. Ihr seid vielleicht von kleinen Rucksäcken gewöhnt, dass die einen integrierten Regenschutzhülle haben, die man da unten rausziehen und dann drüber stülpen kann. Das bringt mir gar nichts, wenn ich an meinen Rucksack noch ein Zelt außen dran schnalle, eine Isomatte oder sonst was. Und dann braucht man wirklich eine riesengroße Regenhülle, so wie diese hier. Die ist wirklich so groß, da kann man die Isomatte mit drunter schnallen quasi. Die geht über alles, auch wenn man sich noch geraffelt außen dran hängt. Und man kann sie entsprechend festzuchen, notfalls noch mit ein paar Schnüren, dass das auch alles fest sitzt. Und das schützt den Rucksack dann ganz gut. Ich hatte bisher noch keine größeren Wassereinbrüche beim Rucksack mit solchen normalen Regenhüllen. Die sind ganz günstig zu haben, maximal 20 Euro. Und das hier ist das Modell 100 bis 120 Liter Rucksäcke. Ist halt eben entsprechend daran angepasst, dass ich halt außen noch was dranhängen habe, auch wenn mein Rucksack nicht so groß ist. Das ist ein Outdoor-Handtuch, ein sehr kleines. Als die damals noch neu waren auf dem Markt, war ich begeistert. Oh, ein Outdoor-Handtuch aus Viskose. Oh, Viskose. Kann das 20-fache oder 200-fache oder was weiß ich, wie viel Wasser von seinem Eigengewicht an Wasser aufnehmen. Ganz, ganz toll. Bis ich rausgefunden habe, dass Viskose schlicht und ergreifend das Material ist, aus dem Spüllappen gemacht sind. Nichtsdestotrotz, komfortabel sind die Teile nicht. Wer sich damit mal abgetrocknet hat, wird es kennen. Ich habe auch wirklich nur ein winzig kleines. Das reicht so gerade eben zum halbwegs trocken werden. Schön ist das nicht, aber es muss reichen. Meine Regenjacke hat verdammt nochmal schon bessere Tage gesehen. Die war mal großartig, ist jetzt aber sehr in die Jahre gekommen. Das ist eine VD. Ich hoffe, ich spreche die korrekt. Nee, Quatsch, was laber ich denn? Eine Saleva. Ich habe vergessen, wie das Modell heißt. Ah, Alpine Extreme. Eine Gore-Tex Pro Shell Jacke. Das war ja vom. Weiß gar nicht, wie alt die jetzt ist. Auch schon wieder fast 10 Jahre. 8? Ich weiß es nicht. Aber sie ist jedenfalls schon ziemlich alt. Das war damals das Nonplusultra Pro Shell, so die heftigste Form von Gore-Tex. Da konnte man auch an der Felswand entlang schrappen, ohne dass die Jacke gleich kaputt geht. Ja, jetzt nach all den Jahren löst sich langsam, delaminiert sie sich langsam. Das heißt, das Obermaterial löst sich vom Gore-Tex und ich weiß nicht, wie lange die noch hält. Atmungsaktivität hat jetzt auch nachgelassen, auch wenn man sie nochmal wäscht. Großartig nochmal nachimprägnieren hilft auch nicht mehr viel. Das Material ist immer noch recht dicht. An den Ärmeln habe ich jetzt mittlerweile ein Loch, aber gut, Ärmel, da gibt es Schlimmeres. Brauche ich auch mal irgendwann eine neue, aber jetzt muss das halt eben nochmal reichen. Ich habe auch noch eine gute Regenhose, die habe ich jetzt nicht auf dem Haufen liegen. Sparen wir uns. Insgesamt sind es recht viele Klamotten, weil halt doch ziemlich kalt und man braucht auch ordentlich was an Regenschutz, weil das ist Schottland.
Gefällt Ihnen unser Wetter nicht? Warten Sie 15 Minuten, dann gibt es ein anderes. Ich mag die Schotten. Ja, Fleecepulli. Fleecepullis, ich bin ein großer Fan von Fleecepullis, insbesondere mehrere dünne Fleecepullis. Weil Fleecepullis dürfen auch ruhig billig sein. Ich habe bisher noch nicht gemerkt, warum ein Fleecepulli teuer sein soll. Fleece ist Fleece, das ist das gleiche Material. Vielleicht haben sie es bei dem einen Ding vielleicht ein bisschen mehr aufgebauscht. Aber spätestens nach ein paar Jahren ist das mit dem aufgebauscht auch schon wieder vorbei. Also ich finde, da kann man ruhig einen günstigen nehmen. Wenn die dann ein bisschen dünner sind, dann sieht man davon halt drei an. Dafür wiegen sie dann auch weniger. Und man kann drei dünne Fleece-Pullover sinnvoller verstauen als einen fetten, den man irgendwie nirgendwo so wirklich reinkriegt in den Rucksack. Meine Meinung. Außerdem Zwiebelprinzip. Drei dünne Kleidungsstücke schützen deutlich besser vor Kälte als ein dickes. Hier auch braucht man bei Kälte, das ist eine Bundeswehr-lange Unterhose, noch dienstlich geliefert. Ja, ich war mal bei der Bundeswehr, falls das jemand noch nicht bemerkt hat. Das ist noch ein Original, also die habe ich damals gekriegt. Und die darf man ja mitnehmen, die zählt ja als Unterwäsche. Ich bin mit denen eigentlich zufrieden, weil an den Beinen schwitze ich auch nicht sehr. Und da kann man ja auch mal Baumwolle anziehen. Socken. Ich benutze bei Socken, weil ich empfindliche Füße habe, angeboren, kann ich nichts dran ändern, kann so viel rumlaufen, wie ich möchte, die tun relativ schnell weh. Daher, das kann man auch irgendwann nicht mehr trainieren, weil ich laufe wirklich viel rum. Meine Füße tun trotzdem weh. Ich bin jetzt langsam gut in Schmerzen ertragen, aber das ändert nichts dran, dass meine Füße trotzdem wehtun. Daher habe ich nur gute Socken, also nur Falky, Ergonomic oder sonst was. Ich weiß jetzt nicht gerade, was ist. Ich nehme auch drei Paar Socken mit, das braucht man auch nicht unbedingt, wenn man robuste Füße hat. Dann kann man die ganze Geschichte auch mit zwei Paar Socken laufen. Aber ich brauche halt drei, weil meine Füße recht schnell leiden und dann brauche ich alle zwei Tage nach Möglichkeit ein frisches Paar Socken. Außer man hat eine Waschgelegenheit, haben wir aber nicht, weil wir es eben eilig haben und das ganze Ding in sechs Tagen schaffen wollen. Das ist jetzt hier der Stellvertreter Kocher. Kocher bringt eben meine liebe Begleitung mit. Das hier ist eben der Trangia Ein-Personen. Ich weiß gerade gar nicht, wie der genau heißt. Ich habe ihn auf meinem Tourenvideo, wo ich auf dem Baden-Badener Panoramaweg unterwegs bin, auch schon mal vorgestellt. Der da besteht aus so einem winzig kleinen Töpfchen, eben für eine Person mit Deckelpfanne. Normalerweise ist noch eine Griffzange dabei, die habe ich aber schon seit Jahren verlegt. Und eben hier so einen ganz einfachen Trangia-Brenner mit so einem Döschen, wo man den einfach reinstellt, damit er nicht umfällt. Großartiger Windschutz ist das nicht. Das hier ist der Löschdeckel, den wirft man drauf, nachdem es gebrannt hat, damit das Ding wieder ausgeht. Das hier ist einfach nur der Verschlussdeckel und den Brenner, den kennt ihr. Nehme ich nicht mit. Das ist nur, damit man weiß, dass ich eigentlich einen Kocher mitnehmen würde. Handschuhe. Das sind die North Face, glaube ich, welche mit so einem speziellen Material, mit dem man Touchscreens bedienen kann, weil ich tatsächlich auch mit dem iPad im Wald rumrenne. Man hat es in dem einen oder anderen Video schon mal gesehen. Das liegt einfach daran, weil ich nicht, ich bin so viel im Wald, auch beruflich, das macht für mich keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, wenn ich in den Wald gehe, verzichte ich auf moderne Technik, weil dann müsste ich ja quasi so ein Einsiedlerleben führen, weil ich wirklich so viel im Wald bin, dass das dann würde ich aufs moderne Leben verzichten, in Anführungszeichen. Und ich finde, es ist kein Widerspruch, in die Natur zu gehen und gleichzeitig am normalen, modernen Leben inklusive YouTube zum Beispiel teilzunehmen. Und ja, aber das ist jetzt wieder Philosophie. Unterwäsche, drei Stück, das muss reichen. Ja, das ist unhygienisch. Aber das kann man sonst nicht tragen, ganz einfach. Also wenn man eine Trekkingtour gemacht hat, wird relativ schnell begreifen, dass man nicht unendlich viel Unterwäsche mitschleppen kann. Und wenn man unterwegs nicht waschen kann, dann geht das halt eben nicht. Und dann hat man halt eben Pech gehabt. Und man hat als Mann ja nicht den Vorteil wie Frau, die da teilweise mit so ganz dünnen Schuhen quasi, was sich dann so klein komprimieren lässt. Und das trägt die dann als Unterhöschen. Diesen Vorteil hat unser Eins halt nicht. Naja, theoretisch gibt's das vielleicht schon, aber das will ich nicht wissen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, liebe Geschlechtsgenossen. Jo, das war jetzt eigentlich auch schon das, was ich mir da jetzt zurechtgelegt hatte. Was heißt schon? Ich glaube, das ist ein ewig langes Video. Und ich habe jetzt absichtlich keine Schnitte hier drin. Werde auch jetzt keine mehr einbauen beim Schneiden. Das kommt jetzt halt so in Gottes Namen online.
Wenn ihr jetzt der Meinung seid, das ist eine Katastrophe, dann tut es mir leid. Ich gelobe Besserung. Wichtig, ich bin jetzt ab jetzt weg. Also sobald, wenn ihr dieses Video noch irgendwie kommentiert oder sonst was, das lese ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Bestenfalls lese ich es noch, aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, noch groß was drunter zu schreiben. Das heißt, das ist mir einfach jetzt zu stressig. Ich bin jetzt quasi in so gut wie Wegstimmung. Und ihr seht ja so ziemlich alles, was ich irgendwie filmen konnte unterwegs, wenn ich wieder da bin. Ich habe genügend Akkus, hoffe ich, und gebe mir große Mühe, das alles schön zu dokumentieren. Und das gibt dann viele, 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 viele lange Minuten an Videomaterial. Ich freue mich sehr, insbesondere weil es so eine schöne spontane Idee war. Ich hatte wirklich nichts geplant und schon gar nicht über Ostern. Im Sommer wollte ich mal nach Schweden, aber es hat sich jetzt so ergeben, wir reisen mit dem Bus an. Nach Glasgow. Ja, da ist man eine Weile unterwegs, aber es ist umweltfreundlich und man kommt auch sage und schreibe, wenn man entsprechend früh gebucht hätte, gibt es tatsächlich Busse Köln-Glasgow für 40 Euro. Ne? Nicht schlecht, oder? Also so eine Outdoor-Tour ist halt einfach ein super billiger Urlaub, sofern man dann die Ausrüstung schon hat, wenn man die erst kaufen muss. Aber wenn man die hat, ist so eine Outdoor-Tour war wirklich billig. Und Essen muss man ja auch, wenn man daheim ist. Also das kostet quasi geringfügig, weil es halt anderes Essen, ein bisschen teureres Essen ist. Bisschen mehr, aber eigentlich nicht viel. Übernachten werden wir vielleicht noch zweimal auf dem Zeltplatz. Oh Gott, ja, das ist dann auch noch drin. Und Fahrkosten belaufen sich halt eben tatsächlich auf insgesamt so um die 100 Euro pro Nase. Also, das würde ich sagen, ist doch mal ein cooler Urlaub. Dann wünsche ich mir selbst viel Spaß. Und euch schöne Ostern und wenn ihr gemütlich irgendwie Ostereier futtert oder sowas, denkt an mich, der ich mich durch die Highlands quäle, hinter meiner super fitten besten Freundin da hinterher, das wird schlimm. Und wenn die schneller ist als ich, dann kommt der falsche Ehrgeiz und dann muss man doch schneller laufen, dann fällt man irgendwann tot um und dann kommt man nicht wieder. Ja, sollte keine Videos mehr von mir kommen, habe ich nicht überlebt. Macht's gut.